Mann verliebt machen und Männer besser verstehen. Hi, mein Name ist Darius Kamadeva und ich heiße dich herzlich willkommen zum 9. Teil dieser kostenlosen Videoserie. In diesem Video möchte ich dir erklären, was das größte Geschenk ist, das du einem Mann machen kannst. Das größte Geschenk, was du einem Mann machen kannst, ist keine Uhr, ist kein Auto, ist kein Urlaub, ist kein Sex oder sonst irgendwas, sondern das Gefühl, dich vermissen zu können, sich nach dir zu sehnen. Das ist das größte Geschenk, was du ihm machen kannst. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass damit eine Beziehung sich weiterentwickelt, es wichtig ist, dass sich das Investment, was beide Beteiligten ineinander tätigen, höher wird. Das Investment auf logistischer Ebene, Zeit, Geld, Emotionen, Energie und so weiter. Und wenn du ihm die Möglichkeit gibst, dich vermissen zu können, also wenn ihr dafür sorgt, dass ihr nicht immer aufeinander hängt, sondern auch mal alleine Sachen macht und euch dann gegenseitig vermisst, dann ist dieses Gefühl des Vermissens ja auch wieder ein emotionales Investment, was er in dich tätigt. Es sollte so sein, dass ihr tendenziell eher etwas zu wenig Zeit miteinander verbringt, als etwas zu viel. Also ist natürlich optimal, wenn ihr genau das richtige Level trefft, aber lieber ein bisschen zu wenig Zeit, als ein bisschen zu viel Zeit miteinander verbringen. Das heißt, die Dates lieber ein bisschen zu kurz, als ein bisschen zu lang. Die Treffen mit dir eher ein bisschen zu kurz, als ein bisschen zu lang. Eher ein bisschen zu wenig, als ein bisschen zu häufig. Denn jedes Mal, wenn er dich vermisst, wenn er an dich denkt, dann wird er natürlich, ist es eine Form von emotionalem Investment in dich. Und dadurch wird er natürlich immer mehr in dich investieren, wird sich immer mehr freuen, dich wiederzusehen und so weiter. Das heißt, er vermisst dich, er freut sich deswegen stärker, dich wiederzusehen. Beim nächsten Mal vermisst er dich mehr, freut sich also noch mehr, dich wiederzusehen. Und dadurch kommt ein positiver Kreislauf zustande, den wir natürlich nutzen wollen. Das funktioniert allerdings nur, wenn bereits ein Grundmaß an Interesse vorhanden ist. Das heißt, wenn es ein Mann ist, der sowieso kein Interesse an dir hat und du meldest dich dann ein bisschen seltener oder ihr trefft euch seltener, dann interessiert ihn das auch nicht. Also es muss schon ein gewisses Grundmaß an Interesse vorhanden sein, sonst funktioniert das nicht. Aber wenn ein gewisses Grundmaß an Interesse vorhanden ist, dann ist das eine der wichtigsten Sachen, die du unbedingt beachten solltest. Im nächsten Video werde ich mich mit einigen paar wichtigen Fragen beschäftigen, die du dir selbst unbedingt stellen solltest, um den Mann noch besser verstehen zu können, um ihn dann auch wirklich dauerhaft an dich binden zu können und vor allem nicht mehr an den falschen Mann zu geraten. Das nächste Video findest du da oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn du natürlich dieses Video positiv bewertest, mir in die Kommentare reinschreibst, wie dir das Video gefallen hat oder was für Fragen du eventuell hast und meinen Kanal abonnierst, bevor du es vergisst. Bis dann, alles Gute und bis gleich im nächsten Video.